oder eine umgekippte Pilze. Und das alles in live und natürlich zum Reinschauen. Deswegen haben wir uns für die Wandvariante entschieden. Offene Wohnung. Ja, manche brauchen sie auch Scheiben rein, aber das Geld hatten wir nicht. Gut. Also, ich habe von allen Seiten grünes Licht gekriegt. Jetzt fehlen mir bloß noch meine beiden Bewohner. Ach, die stehen da schon. Na, Prost die Herren. Ja. Und dann sagt einer immer bei der Feuerwehr saufen sie, ne? So ist das. Oha. So. Jetzt pass auf. Was müssen wir jetzt wählen? Welche Nummer müssen wir jetzt wählen? Hier ist die Leitstelle der Feuerwehr. Was ist passiert? Ein Haus brennt. Und wo ist das? Bei der Feuerwehr in Neustadt-Glewe brennt ein Haus. Sind da Personen drinnen? Zwei Personen. Bist du alleine? Nein. Du bist bei deiner Mutti. Okay, dann bleib bei deiner Mutti. Und wir alarmieren jetzt die Feuerwehr. Also jetzt ist die Wohnung im Vollbrand und in das nur in wenigen Minuten. In der Regel dauert es 10 Minuten, bis die Feuerwehr vor Ort ist. Also heißt das, wenn sowas mal passieren sollte, das Haus zu verlassen, alle raus, die da drin sind. Man sieht, wie schnell das geht.
Ja, gut. Vorhin war blöd, oder? Ja, müsste ja nicht spielen. Ja, genau. Also, die jetzt nicht spielen müssen, ne? Dann sagen wir es das falsch, glaube ich. Steht jetzt in Bereitstellung mit PA-Geräte, weil der erste Trupp natürlich nicht ewig in diesem Gebäude bleiben kann. So, jetzt kommt der Tausch. Ich glaube, das reicht nicht mehr mit dem Kopf. Ich glaube, der Weg ist weiter nicht.
Das zweite Rohr soll jetzt zum Einsatz gebracht werden. Also wir haben jetzt gerade gesehen, Hydrofix für Kleinstlöscharbeiten. In dem Fall nicht ausreichend. So, wir sollten jetzt zum Ende der Übung kommen, Kameraden. Also, massive Löschangriff. So, der Gruppenführer hier bei mir, Toni, ich gebe dir mal das Mikrofon, ich denke, Feuer ist aus. Ich denke, damit war die Sache zum vielen Dank. Und natürlich ein ganz großer Applaus für meinen Kleinen, der hier den Rückruf abgesetzt hat. Ich denke, das ist, da könnte man wirklich applaudieren, hat er gut gemacht. Und natürlich vielen Dank an die Einsatzkräfte in Neustadt-Glewe. Ich denke, Aufgabe erfolgreich durchgeführt. Vielen Dank.